Für euch diese Woche den Tipp. Herzlich willkommen zu einem neuen Tipp der Woche, heute mit mir. Und ich möchte gerne einen Tipp ansprechen, der insbesondere für nächste Woche relevant ist, denn bei uns steht die Testwoche an. Ihr als CrossFit Zwickau-Member wisst das, dass wir in regelmäßigen Abständen so eine Testwoche einführen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, euren Fortschritt gut überprüfen zu können. Jetzt ist es natürlich so, bei einer Testwoche will man natürlich das Maximale rausholen, um auch einen guten Wert zu bekommen, zu erhalten. Und da kann es schnell mal passieren, dass man einfach ohne nachzudenken und mit Biegen und Brechen da versucht, was zu reißen und gar nicht so richtig hinterfragt, wie auch die momentane Situation für einen aussieht. Habe ich gut die letzten Tage geschlafen? Hat meine Ernährung gut gepasst? Ist die Woche vielleicht extrem stressig für mich? Dann sind das alles Faktoren, die berücksichtigt werden sollten. Heißt, wenn ihr ins Training kommt, schaut nicht zu strikt auf diesen Plan und versucht dann mit Biegen und Brechen alles rauszuholen, sondern überlegt, was für heute am besten für euch passen könnte. Ihr habt ja mehrere Möglichkeiten, da wir alle drei Energiesysteme testen. Und so könnt ihr quasi auch das ein bisschen anpassen, je nach eurer aktuellen Verfassung. In diesem Sinne, viel Erfolg nächste Woche und ich freue mich auf neue PRs.